Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Surviving Mars, zum Mars Express DLC. Ich muss gerade selber ein bisschen schmunzeln, wenn ich von Mars Express DLC spreche. Und wir haben eigentlich noch nicht so ganz viel Mars Express gemacht. Klar haben wir ein paar Bahnhöfe, ein paar Schienen und ein paar Züge, die verkehren, aber so richtig nutzen wir das Konzept dafür noch nicht. Was aber auch vielleicht daran liegt, dass ich so ein richtig, richtig langes Let's Play zu Surviving Mars sehr lange nicht gemacht habe. Und ich natürlich hier jetzt auch so verschiedene Bereiche gleichzeitig irgendwo zeige, wie zum Beispiel hier unsere Expeditionen auf anderen Asteroiden. Da muss ich das letzte Let's Play ja abbrechen, weil es eben jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich den Spielstand nicht mehr laden konnte. Ich konnte den Spielstand laden, aber er ist jedes Mal an der Stelle abgestürzt und nach kurzer Zeit. Und deswegen halt jetzt das Ganze. Ja, egal. So, machen wir hier mal weiter. Hier wird gerade abgeladen. Ich würde aber wieder den Besuch hierhin planen, um da eben den Rest noch abzuholen, was dann noch so zu holen ist. Wir brauchen keine neuen Drohnen, keine Maschinenteile, kein Polymer. Ja, wir brauchen eigentlich fast alles nicht, außer Treibstoff. So, Forderung. Und dann geht es gleich wieder los. Und dann bauen wir da alles ab, fliegen zurück. Und dann machen wir uns hierhin auf den Weg Msura BN14. Da ist es nämlich so, dass es da wieder besondere Mineralien gibt. Und ja, da kann man hier schöne Updates mitmachen, wie zum Beispiel die verbesserte Photovoltaik. So, wir haben die planetarische Erkundung abgeschlossen. 6 neue Planetenanomalien, das ist gut. Wir haben nämlich hier 3 Raketen, die unterwegs sind zum Mars. Dann können wir uns die vorknöpfen. Und was ich, Entschuldigung, was ich ansonsten heute noch mal ein bisschen vorwärts treiben wollen würde, ist ein paar weitere Aufforstungsfabriken. Ne, man sieht hier schon so die Bereiche, die diese hier erreichen. Das ist beispielsweise hier eine. Da könnte man das so ein bisschen überlappend da einen hinbauen. Und ja, da passt er jetzt nicht rein. Da würde es gehen. Ja, und wir bauen einfach mal ein paar dazu. Hier müssen wir es ein bisschen überlappen lassen. Das geht nicht anders. Ja, da werden wir dann ja schon auch Meldungen kriegen, wenn die Gebäude ohne Strom sind, wenn sie denn dann gebaut sind. So. Und so, und dann noch einzeln. So. Dann haben wir erstmal eine ganze Menge weitere Aufforstungsfabriken, weil wir haben ja jetzt auch hier die Frequenz erhöht, wie wir Saatgut herstellen. Apropos Saatgut herstellen, es gab doch auch noch andere Optionen, die man außer diesen Sachen auswählen kann. Aber ich glaube, mal gerade mal gucken, dass wir dafür wir müssen das Terraforming jetzt weiter fortschreiten lassen. Okay, ja, alles klar. Da fehlt uns ja noch ein bisschen. Wir machen Atmosphäre und Wasser noch gar nichts. Wobei das nicht ganz korrekt ist. Wir füllen ja hier langsam aber sicher diesen See. Dann sollte das auch steigen. Bin gespannt, ob der Fortschritt, was jetzt 0,01% pro Zoll ist, ob das dann mehr wird als 0,01% bei einem so einem kleinen See oder ob das auch steigt. Ansonsten wäre das ja faktisch fast nichts. Bodenqualitätsoverlay, ach so. Ah. Interessant. Ja, gut. Das darf auf jeden Fall erstmal weiter wachsen. Die Rakete ist noch
In der Betankung, aber fast fertig. Forschung abgeschlossen, grüne Aussicht. Erhöht die Gesundheit der Kolonisten, die durch Grünflächen fahren. Okay, das passiert hier ja schon zum Teil. Das dürfte mehr werden. Das wird auch mehr, weil hier ja Sachen gebaut werden. Stromkabel. Nehme ich den kurzen Weg hier hin? Ich glaube ja. So, das können wir vom Pflanzentyp so lassen. Strom wird sicherlich gleich. Achso, das hätte ich einfacher haben können. Ne? Na egal. Auch das belassen wir so. Ja, dann hatte ich überlegt, eine Kuppel zu bauen. Bin aber nicht so richtig zu einer Entscheidung. Doch bin ich wohl. Ich wollte das da oben machen. Jetzt erinnere ich mich auch wieder. Und hab dafür ein paar Drohnen-Hubs gekauft. Die wir hier haben. Da würde ich vielleicht sagen, wir können das nochmal überlappen lassen. Bauen wir mal eins dahin, aber wir haben da eins, ne? Wächter. Wir haben ein schwaches Signal empfangen, das von den hohen Bergen außerhalb unserer Kolonie stammt. Das Signal scheint harmlos zu sein, aber es könnte genauso gut ein Spionagegerät sein. Sollen wir es einfach ignorieren? Ein Kolonist mit einem Shuttle losschicken, um es zu untersuchen? Das Signal blockieren? Nein, das untersuchen wir natürlich. Dafür bin ich neugierig genug. So, und jetzt gucken wir nochmal nach dem Drohnen-Hub. Wir haben eins dort, dann würde ich mal eins da an die Ecke bauen. Eins hier. So, dann haben wir den Bereich da oben schon mal halbwegs gut abgedeckt. Da habe ich auch schon eine in Auftrag gegeben. Würde ich da noch eine bauen? Da. Ich weiß, dass ich hier oben jetzt gerade alles zupflastere, aber Problem ist halt, wir müssten hier irgendwie noch eine Verbindung schaffen, dass die von unten aus auch hier oben rankommen, wobei wir das nicht zwingen müssen. Wir können auch da einfach einen ferngesteuerten Kommandeur hinschicken, der dann den ersten baut. Es wird hoffentlich per Shuttle dahin gebracht und dann läuft das Ganze. So, der Wächter. Unser Kunde hat ein altes Gerät in einer Höhle entdeckt. Es stammt von der Erde. Vielleicht ist es ein Relikt des alten Wettlaufs um die Erforschung des Weltalls. Als wir uns der Signalquelle nähern, fangen wir folgende Übertragung ab. Ich bin schon mehrere hundert Jahre hier drin. Während dieser Zeit habe ich alles beobachtet und Informationen gesammelt. Ich habe geheime Aktivitäten gesehen und ich weiß alles über den Witterungsverlauf. Doch ich kann mein Wissen mit niemandem teilen. Ich bin in Vergessenheit geraten und ich langweile mich. Jetzt, da ich wieder ganz erwacht bin, werde ich meine Existenz beenden und das Selbstzerstörungsprotokoll ausführen. Aber bevor ich das tue, teste ich noch, ob du würdig bist, meine Daten zu erhalten. Ich stelle dir ein einfaches Rätsel. Wenn du es lösen kannst, sage ich dir alles, was ich weiß. Solltest du mir doch eine falsche Antwort geben, wirst du gemeinsam mit mir zerstört. Bin ich daran nicht schon mal gescheitert? Ich bin ein Gott, ich bin ein Planet und ich messe die Temperatur. Wer bin ich?
Keine Ahnung. Ich würde Kelvin sagen, aber... Na komm. Die Antwort ist falsch. Nach diesem letzten Funkspruch der KI ist der Kontakt zur Expedition abgerissen. Außerdem konnten wir seismische Aktivitäten feststellen, die auf eine Explosion hindeuten. Es ist fraglich, ob Elementa Saturn den Einsatz überlebt hat. Wir haben euch enttäuscht. Wenn ihr die richtige Antwort kennt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich bin dafür solche Rätsel nicht schlau genug. Nicht funktionierende Gebäude. Achso, die ganzen Aufforstungsfabriken, die keinen Strom haben. Diese hier funktioniert inzwischen. So, hier ist eine ohne Strom. Kümmern wir uns doch mal darum. So. Dann ist hier eine ohne Strom. So. Der. Oh. Da ist es ziemlich knapp. Hier ist noch eine. Den verbinde ich mal so. Das hätte zwar auch nach dahin gereicht, aber naja. Okay, und dann schauen wir mal, wie viele es gleich noch sind. Jetzt würde ich mal hierher gehen, weil ich bin mir genau sicher, dass der hier inzwischen angekommen ist. Dann würde ich hier... Ja, wir reißen und brechen hier jetzt unsere Zelte ab. Wir fangen ja an, alles abzureißen. Packen die ganzen Fertigbauten ein. Na. So. Das können die Drohnen schon mal schnell machen. Hier. Ach Quatsch. Nicht Asteroid besuchen, sondern. Achso, wir könnten auch von hier aus direkt woanders hinfliegen. Hm. Ja, aber. Moment. Also. Achso. Jetzt weiß ich, was mein Fehler war. 3 Solarkollektoren, 2 Stromakkumulatoren. Ein Micro-G-Extraktor. So, dann haben wir davon 5, 8. So, wir haben noch jede Menge freien Platz übrig. Was können wir da noch mehr mitnehmen? Eigentlich ist das schon alles, was aktuell gerade verfügbar ist. Wir könnten noch ein paar Drohnen mitnehmen, aber na komm, die wiegen auch ein bisschen. Lassen wir mal 10 Stück da. Gut, wir kommen gleich zurück, weil da muss eh befüllt werden. Das lehnen wir ab. Drohnen sind hier überlastet. Nur 3 Drohnen, ja, das kann auch nichts werden. Machen wir mal erst mit 12 und gucken, wie wir damit zurückkommen. So, nicht funktionierende Gebäude. Wir haben einmal hier das Problem, dass wir hier keinen Beton mehr haben, oder? Ja. Das heißt, das Teil können wir rückbauen. Können wir hier das
das Stromkabel ausschlachten. Die ganzen Betondepots hier reißen wir ab. Dass das hier weggebracht wird. So, das nächste funktionierende Gebäude. Da ist unser Lager voll. Dann bauen wir doch mal ja, zwei Betondepots. Das dürfte für lange Zeit auf jeden Fall ausreichen. So. Gesteinsabfallanlage. Wir haben hier keine Gesteinsabfälle mehr. Wir sollten aber kontinuierlich welche kommen. Aber dann können wir hier eine der Anlagen rückbauen. Vielleicht andere an einer anderen Stelle wieder aufbauen. Von denen hier können wir einige abreißen. Ich denke, wenn wir da eins da lassen, sollte das... Achso, hier, nee, da ist das Problem gewesen, dass wir den... Achso, dann machen wir das hier rückgängig. Wir brauchen auch hier Betonlager. Betondepot. Gibt es mal auch zwei Stück gleich. Sollten hier die Drohnen dann gleich anfangen, das aufzuräumen. So, da fehlt noch Strom. Da fehlt auch Strom. Den würde ich mal von hier aus. Rüberlegen. Da ist noch kein sehr gut, das ist nur eine Frage der Zeit. Auch hier haben wir keinen. Lager für Beton, okay. So, hier ist jetzt alles soweit zurückgebaut. Außer das hier. Das machen wir jetzt auch mal. Ah, das geht auch. Okay, das macht es natürlich einfacher. So, und jetzt können wir hier mal schauen, ob wir hier alles mit zurückbekommen. Eins davon, 6 Solarkollektoren, 2 Extraktoren, dann haben wir das schon mal. Da müssen wir nur noch die Materialien. Und das ist tatsächlich sehr überschaubar. Also nur noch die 4 Drohnen hier. Und dann haben wir hier nicht alles mitgenommen, aber ein bisschen was. Und dann können wir gleich vom Mars aus den nächsten Ausflug planen. Klingt so ein bisschen wie Sonntagnachmittags ins Zoo fahren oder so, ne? Auf geht's in den Tierpark. Gut, die sind, oh, sind auch beide schon hier. Landet Nummer 1 dort. Ja, das ist immer schwierig hier mit den Sachen auswählen. Ach so. Ja. Okay. Manchmal ist es auch schwierig mit dem vorm Bildschirm. So, die Einheit wurde zerstört. Können wir ausschlachten, okay. Vielleicht machen wir das mal mit allen Drohnen, dass wir auch die Meldung hier mal wegbekommen. So, damit haben wir alle dann. Packen wir da noch mal 2 dazu, weil 2 Drohnen ist halt, das ist wirklich wenig. ja.
100%, so, das ist aber trotzdem 0,01%. Was das nur erhöht, also faktisch nichts. Was haben wir denn hier vielleicht noch für Optionen inzwischen? Noch keine anderen freigeschaltet. Wir könnten auch mal einen großen See oder einen riesigen See machen. Moment, verbessert die Bodenqualität und die globalen Wasservorkommen bei niedrigen Temperaturen nicht. Also müssten wir vielleicht erst noch mal ein bisschen mehr für die Temperatur machen. Das hier gibt Verstärkungsupgrades für alle, aber es kostet auch 43.000 Forschungspunkte. Das ist schon absurd viel. Spezialprojekte, die sind halt sehr gut. Aber ich möchte lieber auch fast 30.000 Punkte diese Sachen hier machen. Die sind zwar teuer, aber die helfen auch viel. Ach, das sind alles samt Wunder. Okay. Ja, dann machen wir vielleicht erst nochmal alles, was wir hier an normalen Terraforming-Sachen haben. Das sind auch Spezialprojekte, das ist Geld. Das ist besserer Landschaftsbau. Also haben wir schon alles, was wir machen können, außer den Spezialprojekten und den Wundern. Ja, dann fangen wir von oben aus an, machen erst die Spezialprojekte, dass wir die vielleicht ein paar Mal machen können. Und ja, beginnen dann mit dem ersten Wunder. Gleich kriegen wir für in den Aufforstungsfabriken auch andere Sachen. Angepasste Vegetation, ja, quasi jetzt. Dann können wir hier doch mal schauen, was wir hier jetzt noch auswählen können. Büsche, Bäume, Mischwald. Aber auch dafür brauchen, oh Gott, wir brauchen viel mehr Terraforming-Fortschritt dafür. Okay. Dann machen wir das zeitnah. Aber jetzt besuchen wir erstmal den nächsten Asteroiden, nämlich den hier mit besonderen Mineralien. Bisschen mehr Treibstoff. Beton haben wir, glaube ich, noch nie gebraucht. Metalle können wir lassen. Polymere nehmen wir auch nur 5 mit. Ein paar elektronische Geräte, ein paar Drohnen mehr. So, dann nehmen wir einen Drohnen-Hub-Fertigbau mit. Einen automatischen Myco-G-Extraktor und dann wollte ich doch die Fusions... Ne, wie heißen die? Weiß ich nicht mehr, muss ich gleich nochmal nachschauen. Na gut, dann belassen wir das bei den 79 Tonnen. Das war Auftrag Nummer 1. Und zwar meine ich diese hier. Fortgeschrittene Stirling-Generatoren, genau. Die habe ich jetzt schon aufgewertet, deswegen sollte ich die nicht nehmen, aber möchte davon nochmal schnell 2 Stück bauen lassen, die wir dann zu Fertigbauten machen und mitnehmen. Deswegen die Prio zackig hochsetzen, damit die schnell fertig werden. Forschung abgeschlossen, Low-G-Pilze. Wir könnten jetzt Pilzfarben bauen, aber 1500 Nahrung, das ist halbwegs stabil. Das können wir lassen. So, daraus machen wir jetzt einen Rückbau, dass wir den Fertigbau bekommen. Dann müssten wir in Zukunft auch die Batterien gar nicht mehr mitnehmen. Da habe ich jetzt, glaube ich, eine schon von mitgenommen, aber das könnten wir uns auch sparen. So. Jetzt bist du an der Reihe. Du fliegst ebenfalls dorthin.
brauchst keine Maschinenteile, kein Poly mehr. Treibstoff. Keine Metalle. Kein Beton. Fahrzeuge, nehme ich vielleicht einen Transporter. Ne, eigentlich brauchen wir keinen Transporter. Fertigbauten. Ach, wir können die Fusionsdinger gar nicht mitnehmen. Die werden mir nicht angezeigt hier. Das ist ja blöd. Ne, scheinbar können wir die Stirling-Generatoren nicht mitnehmen. Okay. Dann machen wir es anders. Dann nehmen wir stattdessen die Materialien dafür mit. Das sind, glaube ich, 25 Polymer und 10 elektronische Geräte. Ja. Das hatte ich ja gehofft, dass das geht. Oder nicht nur gehofft, da war ich eigentlich sogar von ausgegangen. So, wir haben jetzt gerade viele Sachen, die wieder gleichzeitig passieren. Einmal die Fabrikverstärkung. Bedeutet, wir können hier zum Beispiel die Elektronikfabrik jetzt upgraden. Mit 25% mehr Produktion, zwar auch ein bisschen mehr Stromverbrauch, aber Stromverbrauch ist wirklich das, was uns inzwischen am wenigsten interessiert. So, für alles mal Upgrades. Dann können wir noch mal schauen nach den Spezialisten. Das habe ich schon überall passend eingestellt. Okay, dann können wir jetzt hier Raketen landen lassen. Ich habe alle, oder? So, wir haben hier noch eine Polymerfabrik. Für die können wir das natürlich auch machen. Aber wir können das auch für die Treibstofffabriken machen. Aber da ist Stromverbrauch schon wieder ein bisschen mehr, obwohl da wäre es auch nur 10% Verbrauch. Hängt das denn mit am großen Stromnetz? Ja, tut's. Ja, dann können wir das eigentlich auch machen. STRG plus Linksklick, jetzt ist das in allen direkt ausgewählt. Genau. Hier ist noch, obwohl wir haben hier ein Stromproblem. Nicht genug Strom. Okay, da kümmern wir uns mal drum. Dann bauen wir nämlich hier jetzt die fortschrittlichen Stirling-Generatoren wieder auf. Weil Wartung ist hier eh kein Thema. Den auch. Und jetzt sollten wir hier ausreichend viel Stromerzeugung haben und interessanterweise das sogar, obwohl die hier noch geschlossen sind, die könnten wir dann also theoretisch auch alle abbauen. Die sind so stark, die Dinger. Das ist... Boah. Das ist schon absurd fast. So, wir haben jetzt unsere Raketen gelandet. Soll heißen, wir können jetzt uns um Spezialprojekte und Co. kümmern. SETI-Satelliten starten, gibt uns Geld. Das gibt uns Geld. Das gibt uns Ressourcen. Ich würde ja gerne die neuen Sachen machen. Neue Technologien. Was sollten wir denn noch für neue Technologien bekommen? Würde ich doch glatt mal ausprobieren. So, dann haben wir hier noch Meteoritenfänger. Ressourcen,
neue Technologien. Das hier könnten wir mal machen. War lange Zeit unbezahlbar, jetzt ist es quasi umsonst. Dafür ist auch 400 Forschungspunkte nicht mehr viel für uns, aber machen wir das mal. Behalten wir die Raketen für das, was hier gleich kommt. Da haben wir ja schon ein bisschen was in der Pipeline. Das noch dazu. Machen wir das nächste Gebäude, beziehungsweise die nächsten Fahrzeuge. Oder können auch hier noch mal ein paar Sachen machen. Oh, das ist, wie soll ich das nicht schon längst gemacht? Gebäude innerhalb der Kuppel müssen nicht mehr so häufig gewartet werden. Das ist ja mega gut. So, lagern wir noch mal ein bisschen Forschung aus. So, Rakete Nummer 1 ist da. Also das hier ist das Wichtigste für mich, die besonderen Mineralien. Damit starten wir mal. So, Drohnenhub. Kriegen wir das mit einem Drohnenhub hier hin? Wenn wir den hier oben aufbauen würden, ja. Dann könnten wir den ganzen Asteroiden mit Hackstücken. Achso, wobei wir da jetzt nicht hinkommen, aber die zweite Rakete können wir hier landen lassen. Da kriegen wir es auch hin. So, Micro-G-Extraktor Nummer 1 kommt nach dort. Stromakkumulator. Das wird dann gebaut, dann müssen wir hier auf jeden Fall uns eine Rampe nochmal bauen. Nehmen wir dafür. Kleinstmöglichen Punkt. Geht los, aufräumen geht los. Hier geht die Renovierung los, also das Ebenen. Vielleicht bauen wir hier oben noch mal ein zweites Lager. Eigentlich wäre es schlau, wenn wir nur dort oben ein Lager hätten. Das wieder weg, dass dann alles direkt hierher geräumt wird. So, was haben wir jetzt noch hier? Zwei weitere Micro-G-Extraktoren. Durchschnittlich Metall, hohes Edelmetall und hohes Metall. Dann würde ich die beiden an denen erstmal platzieren. So, sollte das klappen, oder? Ja.
Also vorausgesetzt, wenn das gebaut wird. Aber die können ja jetzt alles nach und nach machen. Und wir können uns wieder hierher zurückziehen. Ja, das ist aber inzwischen egal. Gut, ich sehe gerade, wir müssten zum Ende kommen. Das machen wir dann jetzt auch. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.